ich bin Geli, 38 Jahre alt. Ich bin so der klassische Mensch, der sagt, morgen fange ich mal an, morgen gehe ich mal joggen. Mach's dann eigentlich fast doch nie. Ich schaff's zum Beispiel nicht mal 3 Liegestützen am Stück zu machen. Hab mich auch mal im Fitnessstudio angemeldet. Dann ist es wieder so abgeflacht. Hey Geli, es freut mich total, dich kennenzulernen. Mein Name ist Mika Oesterbaum. Ich bin ehemalige Olympiaschwimmerin und als ich dann aufgehört habe, mich entschieden, Personal Training zu machen. Ja, ich erhoffe mir von Mika, dass sie mich motiviert, mir konkrete Tipps gibt, dass man sich am Strand ein bisschen wohler fühlt, weil alles ein bisschen definierter und straffer ist. Mein Plan mit Geli, ich möchte ihr beibringen, dass sie muss so grundsätzlich ihr Leben ändern. Ja, ich bin natürlich gespannt, wie sich das so mit dem Alltag vereinen lässt. Also ich gehe ja auch jeden Tag arbeiten. Fast alle Menschen gehen arbeiten. Mhm. Und Menschen, die viel mehr arbeiten als du, die trainieren auch. Also ist es ein Kampf mit dir selbst und deine eigenen Ausreden. Ja, eine besondere Herausforderung für mich ist, dass ich einen kleinen Hund habe. Bin mal sehr gespannt, wie das läuft. Ja, ich habe dir ja schon Fotos geschickt von meinem Essen. Was sagst du denn dazu? Ernähre ich mich sehr ungesund oder geht's einigermaßen? Du siehst sehr schlank aus, sage ich mal, für das, was du isst. Es gibt einiges, was wir ändern werden. Einige von deinen Brotsorten werden mit anderen Sachen rausgewechselt. Du musst dich verabschieden von deinem Croissant. Dein Liter Apfelschorle jeden Tag, das gibt's einfach nicht mehr. Die größte Herausforderung für Geli wird genau das, dass es ist schwierig, etwas zu machen, was sie ja von Jahre her alleine nicht schon entschieden hat, von selbst einfach durchzuziehen. So, ich muss ja auf irgendeine Art und Weise Geli in sie herein beibringen, dass das hier ist etwas, was sie will und sie will danach nicht mehr ohne sein. Dass die erste Woche habe ich so gestaltet, dass Geli wird ein Programm von mir folgen. Da steht jeden Tag ganz genau drin, was sie machen muss. Wir haben gerade unsere erste Runde gejoggt. Ich bin ziemlich fertig, wie man sehen kann. Elli auch, ne? Dann wird sie auch Kraftprogramme von mir bekommen. 3 Kilo jeweils. Das war echt das Schwerste. Diese Dinger hier links und rechts immer nach oben. Wir werden uns auch persönlich sehen, so dass ich ihr neue Übungen erklären kann und zeigen kann und wir auch ein persönliches Gespräch haben zwischendurch. Aufstehen. Gut gemacht. Das war echt ziemlich gut. Guck, bei dir ist wirklich richtig atmen und lass dir sein. Wir haben es dann so gemacht, dass sie müsste 3-mal die Woche trainieren. Gar nicht immer eine Stunde, eher in der Regel zwischen 30 und 45 Minuten. Dann hat sie es gemacht und mir erzählt, wie es war. Und wieder ein Workout geschafft. Gerade 50 Kniebeugen gemacht. Das war das Anstrengendste. Das Konzept von diesem Art Training ist, dass für Leute, die nicht die Möglichkeit haben, vor Ort mit mir zu trainieren, trotzdem eine nahe Zusammenarbeit haben kann. Das funktioniert richtig gut. Es gibt keinen Pauschalpreis, weil es hat ja sehr viel damit zu tun, wie viel möchte der Kunde trainieren, wie viel Kontakt es überhaupt benötigt. 3-mal Training die Woche. 1 Monat, so ab 500 Euro. Was mir Spaß macht an dem Beruf, ist, Selbstwertgefühle weiterzubringen. So die Frauen zu sagen, ey, guck mal, es ist gar nicht alles so schlimm und ändere mal das hier und das hier. Dass es nicht immer nur um Zahlen und Performance geht und so, sondern eher mentale Aspekte, dass durch deine Gedanken änderst du eigentlich auch dein Leben, während wir Sport machen. Ja, ich muss jetzt meine allerletzte Challenge machen. Das sind 30 Burpees, so schnell wie möglich. Bin froh, wenn ich das hinter mir habe. Diese 4 Wochen mit Personal Training haben sich für mich auf jeden Fall gelohnt. Ich habe insgesamt 3 Kilo abgenommen, das finde ich sehr positiv. Und was ich ja auch als Ziel hatte, dass ich ein bisschen straffer werde. So, was super war, dass eigentlich die ganze Zeit ja jemand da war und natürlich auch, dass sie nachgefragt hat hinterher. Das hat man ja sonst nicht, wenn man das irgendwie alleine zu Hause mit einer App macht. Sodass es für mich viel einfacher war, auf dieses Ziel hinzuarbeiten, fitter zu werden. Das hätte ich, glaube ich, ohne diese Betreuung nicht hingekriegt.
Ja, also ich habe jetzt dann gegen Ende gemerkt, dass mir die Übungen schon viel leichter gefallen sind. Ich bin auf jeden Fall immer satt geworden. Das war auch eine meiner größten Sorgen. Die Gerichte, da hat mir Mika Tipps gegeben, die waren auch einfach ziemlich leicht umzusetzen. Sowas wie ein Omelett am Abend zum Beispiel oder zum Frühstück eben diese Haferflocken mit Früchten und Leinsamen. Das ist eigentlich alles super easy zu machen. Also eine Sache, die ja eigentlich an dem Training sehr positiv ist, dass man sich das selber einteilen kann. Aber ich habe manchmal gemerkt, dass es vielleicht doch sogar besser gewesen wäre, wenn ich eine genaue Zeitvorgabe gehabt hätte oder so einen genauen Zeitplan. Okay, jetzt Mittwoch 19 Uhr machst du dein Workout, das nächste dann am Freitag um 19 Uhr. Yay! Oh, ich habe es geschafft. Oh, unter 4 Minuten. Yay! Ehrlich? Geil!